eher von den offensiven Qualitäten bisher auch überzeugt sind und man in der Defensive da durchaus noch Luft nach oben hat. So sieht es auch hier zu Beginn erstmal aus, die einfachen Punkte. Die physischen Vorteile unter dem Korb von BJ King zu tragen. Auch Jacob Patrick mit der 2, aber der sollte ja ein bekanntes Gesicht für sie zu Hause sein. Oh, schöne Bewegung. Mit dem Auftritt ihrer Mannschaft hier in der ersten Halbzeit, auch wenn die zweiten Chancen ein Faktor sind in dieser Partie, der ihnen richtig wehtut. Offizieller Spielstand hier in Halle übrigens auch 38 beide, also da war das bei uns korrekt. Meissner eigentlich in guter Position. Wow, was für ein Block! Aber im Nachfassen dann die Punkte. Jeva wird es den Hamburger in dieser Saison mit Sicherheit sehr helfen können. Nicht der Überathlet, aber eben europäische Schule, boxsolide. Sucht den Kontakt und wieder ist da Jeva. Dritte Chance in diesem Angriff. Für die Towers und die wird genutzt. Mark Hughes hat den Touch plötzlich gefunden. Oh, das darf nicht passieren. Nee, Ludwigsburger geben den Ball her. Und dann der freche Dreier. In your face. Das war super schwierig. Rames. Meissner bringt den Ball nach Innenschutz. Gieva. Oh, den masselt da rein. Wirbelt. Hier achten sie drauf. Da kommt das Foul. Da will Eddie nichts anderes als den Korb erinnern. Der war schon weg. Oder war der mit der rechten Hand? Noch eingehauen. Da ist er weg und dann. Gute 4 Minuten noch. Hui. Aus der Mitteldistanz. Starker Auftritt. Sehr starker Auftritt von Deschur, der den ganz wichtigen Dreier verwandelt. Hamburg gelingt die Antwort nicht. Chance zum Ausgleich. Wieder ist es Bui. Was macht er diesmal? Guck kurz hoch, zieht zum Kopf, macht die nächsten Punkte. Überragend gespielt von Deschur Bui. Ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Pokalauftritt. Sind widerstandsfähig. Sie wirken als abgezocktes Schlitzohr vorneweg. Hier mit dem Mismatch kurz der Pull-Up-Jumper sicher verwandelt. Seine Punkte 17 und 18. Jeva und Hughes jetzt geteilte Topscorer. Patrick wäre ein Kandidat und Bui sowieso. Da ist der Dreier von Bui mit Ansage. Mit Ansage! Christmas merkt die Uhr. Letzte Minute ist angebrochen. Christmas. Christmas. William Christmas! Oh, das ist der Dagger. In Spielen. Mark Hughes als Topscorer mit 20. Alex Jeva als solider Big Man mit exzellenter. Oder ist das übertrieben? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schon eine kleine Überraschung. Gerade nach diesem doch durchwachsenen Pokalauftritt. Auch wenn man im Basketball nie den Tag vor dem Abend loben darf.